Davon muss ich noch mal was rübernehmen. Jetzt habe ich 250 Karottenschnitzel. Verflucht noch mal. Viel. Habe ich das mitgenommen? Bin ich blöd? Erntabfälle, genau. Die guten Pfannkuchen. Ja, passt schon. Jetzt packen wir jetzt alles hier rein. Habe ich vergessen, die Dinge abzugeben. Toll. Es läuft. Rückwärts und bergab, aber läuft. Reden wir mal kurz mit der Hexe. Vielleicht kann ich mir auch noch ein paar Apfelbäume geben und ein paar andere Sachen. Mit Schlange komme ich jetzt erstmal nicht weiter. Ich muss gucken, dass ich das mit dem Wein hinkriege. Ja, 13 Münzen, damit komme ich nicht sehr weit, glaube ich. Nein! Oder Hexe. Ich glaube, die schläft nicht lange. Muss mal gucken, was ich mischen muss für einen Händler. Die schläft echt nicht lange. Okay. Gesundheitslösung mit Salz. Okay, das kriege ich auch alles hier. Was ist das Gesundheit? Gesundheitslösung war es, okay. Gesundheitslösung mit Salz. Da habe ich bestimmt eine da. Dann kann ich dem Arsch nämlich auch mal weiterhelfen, endlich. Na, geht's endlich weiter. Ich hab doch Salz dabei, oder?
keine Gesundheitslösung. Ah, die muss ich alle nach und nach kaufen, oder? Kombiniere ich das mit Wasser? Habe ich dann das, was ich suche? Ich habe kein Wasser dabei, oder was? Nehmen wir mal einmal Blut. Gut, Gesundheitslösung mit. Ich brauche Salz, ich brauche brauche Gesundheit. Ich brauche alles. Alles nicht so leicht. Passt schon so. Kann ich eigentlich weiterpflanzen? Ah, nein. Okay. Torf und Stöckchen. Habe ich keinen mehr. Ich krieg das schon noch raus. Gesundheitslösung brauchen wir jetzt erstmal. Was wird das? Keine Ahnung. Müssen es echt drei sein? Haben wir das Schleim verflucht? Alchemie-Zersetzertisch, okay. Hab. Oh, ich weiß es. Mir fehlt hier was, oder?
Okay, meine Katze hat meine Bettseite für sich. Okay, ich nehme mal den Zersetzer. Handmischer. Was habe ich? Habe ich den Handmischer hier irgendwo? Alchemietisch, wo ist der Handmischer? Das ist die Mühle. Das ist der Destillationswürfel. Das ist der Arbeitstisch. Mir fehlt der Handmischer. Einfache Eisenstücke. Haben wir hier. Ich laufe hier in dem Spiel rum wie ein kopfloses Hühnchen, ich weiß. Ich weiß irgendwie gar nicht so richtig, was ich tue. Ich brauche die ganze Zeit nur dieses Scheißding wahrscheinlich. Okay. Aha, okay. Das ist die Lebenslösung, okay. Endlich kann ich mal die ganzen Hirne verbrauchen. Wo kriege ich jetzt die Gesundheitslösung her, ist die Frage. Ich verarbeite jetzt erstmal einen Großteil der Hirne, weil die brauchen so viel fucking Platz. Aus dem Fett kriege ich wahrscheinlich Öl. Ne, ist was anderes. Das ist jetzt was. Ich brauche nicht die Lebenslösung, ich brauche die Gesundheitslösung. Verlangsamungslösung. Hatte ich gerade schon, oder? Ja, nee. Chaoslösung. Todeslösung, Ein paar davon mache ich erstmal noch. Was könnte... Ich muss mal kurz gucken, wo könnte ich noch eine Lösung rauskriegen? Kriege ich aus den Herzen raus. Ich hätte gedacht, das ist aus dem Fleisch, aber nee. Okay. Nehmen wir mal mit. Fett wissen wir.
Vielleicht bringt der Honig. Könnte sein. Wer weiß das schon? Erstmal mal die Dinger fertig hier. Dann kann ich jetzt endlich mal die ganzen Kisten ein bisschen räumen. Das ist Beschleunigung. Heißt das, hier kriege ich ein Beschleunigungspulver raus? Sieht so aus, ja. So, könnte man noch gucken, was draus wird. Ach nee, muss ich hier einen Destillationswürfel packen. Ach, habe ich auch schon mal gemacht. Das ist braune Pulver. Ja. Nicht so geil. Woher kriege ich die Gesundheitslösung? Warte mal, war das? Ist das Lebenspulver? Das kam aus dem Organ. Was ist die Lebenslösung? Kann ich Lebens- und Todeslösung kombinieren? Nee. Also es muss eine Flüssigkeit... Ich muss mehr von der Dame holen einfach. Da komme ich jetzt nicht rundrum. Ich brauche die Rezepte. Und dafür brauche ich Geld. Ich glaube, ich habe mir ein paar Steinchen. Normale Steine diesmal. Die ich glatt mache. Aber erstmal habe ich mir noch mal ein paar. Mehr Tor. Ach, hier ist doch noch. Mensch, das habe ich gar nicht gesehen. Ich Depp. Ich Idiot. Okay, ich hole mir noch ein paar Stöckchen und dann... Leg mal gleich los.
Und los geht's. Die kann ich auch wegmachen. Oh, warum nicht? Hi. Ja, wir gehen ja gleich ins Bett. Nur kurz und dann holen wir uns Steine. Ah, die Axt muss wirklich echt mal repariert werden. Ich will jetzt Steine in Massen haben. Genau solche. Ich habe so viele Karottenschnitzel dabei. Ich könnte mir jetzt noch ein bisschen Tinte holen, aber ich gucke jetzt erstmal, dass ich an Geld komme wieder. Eigentlich hätte ich das noch wissen müssen. Ich merke richtig deutlich, wie ich einfach teilweise richtig ausgelaugt bin. Vom Gedächtnis her. Immer mal wieder. Ich habe aber immer noch lichte Momente aktuell noch. Wenn die dann auch noch weggehen, dann muss ich mir echt mal Gedanken machen. Vom vielen permanenten Lernen und Machen. Bewegst du die auch? Oh, tatsächlich. Müssen die eigentlich irgendwas essen, die Zombies, oder? Naja, vielleicht fressen die inzwischen ein paar Kinder oder so. Das passt schon. Ich muss auf jeden Fall auch beim Händler dann wieder alles holen. Ich muss die ganzen Kerne kaufen. Wäre ärgerlich. Wenn ich dann halt nicht weitermachen kann. Ich frage mich, was die Sträucher so noch bringen. Ob da vielleicht richtig viel... Oh, bei den Sträuchern könnte ich, glaube ich, Blaubeeren kriegen. Ich glaube, Blaubeeren fehlen. Das wäre ein Grund mehr, diese ganzen Sträucher auch noch zu kaufen.
guten polierten Steine. Marmor haben wir ja an Gro. Wird schon passen. Wenn die Eisenmeißel leer sind, haben wir genug von den polierten Steinen gemacht. Dann machen wir nur noch normale Steine. Ich glaube, es ist schon der letzte Eisenmeißel. Geht auch viel, viel besser als mit dieser blöden Politurpaste. Kann ich ja noch was machen hier? Oh, ein Muffin und Croissant. Beerensaft, Trauben. Machen wir mal die Sachen hier durch. Ein Muffin. Eine Bärentorte. Noch ein paar Steine. Gleich ein kurzes Gebet noch. Ich muss aber irgendwo noch so ein Fass finden, glaube ich. Ich muss noch ein Fass machen. Passt schon so. Ah, die muss ich echt mal mitnehmen. Was mache ich mit dem Eimer dann? Ja, ein Eimer Saft. Weinerzeugung, Weinfass und Trankenpress. Ich muss mal gucken, dass ich brauche das. Ich brauche so ein Weinfass. Mal die Rankenpresse. Aber wo baue ich das Weinfass? In den Keller? Keller würde irgendwie Sinn machen. Also hier unten. Ich meine, der Platz ist nicht grundlos hier.
Aha, Balken, Eisenstücke und Nägel. Und was kann ich denn noch bauen? Auch eine Rankenpresse, okay. Ah, die habe ich ja oben. Die kann von mir jetzt auch hier oben bleiben. Passt schon so. Das ist doch die Rankenpresse, oder? Rankenpresse, okay. Da sind Trauben fertig, sehr schön. Dann kann ich eigentlich schon Trauben sammeln. Vorher muss ich noch das Gebet sprechen. Gebet ist wichtig. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wo ich jetzt diesen Gesundheitskram herkrieg. Ach, egal. Gebet. Ja, unsere Kirche ist halt schon klasse. Dass sie mich halt auch nicht durchlassen. Die nehme ich wieder mit. Spiel? Das überlastet jetzt gerade irgendwie ein bisschen immer. Na, vielleicht komme ich irgendwann noch auf 10. Erstmal gucken, wie das läuft. Nicht, dass ich hier 10.000 Stück baue und... Okay. Ich kann nur Traubensaft machen. Ich brauche anscheinend echt Trauben, sonst geht's nicht. Welchen Sinn hat dieser Apfelsaft, wenn ich damit nichts anfangen kann?
Okay, hole ich mir die Sachen da oben nochmal, die Bären. Platz habe ich noch, oder? Ja, passt. Schön. Mal schauen, was wir mit den Trauben so anfangen können. Okay, ist auch noch mittelmäßiger Traubensaft. Das ist ein Extrakt. Ich weiß nicht, irgendwas muss ich noch. Nicht auch Leben, ich brauche Gesundheit. Ich werde jetzt einfach noch mal ganz kurz zum Steintypen gehen, mein Zeug verkaufen. €1,50 tatsächlich. Für die Mahlsteine müsste ich ja mittlerweile auch wieder ordentlich was kriegen, glaube ich. Ja, geht so. Gehen wir noch mal zur Sumpfhexe. Weiß nicht, ob man die so viel schneller ist, keine Ahnung. Beim nächsten Mal gucke ich dann, dass wir Richtung, ihr wisst schon gehen, ja, Richtung gewiss schon. Also ich hole mir jetzt, ich guck mal, ob die Gesundheit-Elixier hat. Eine Gesundheitslösung brauche ich ja, ja. Oder ein Rezept, irgendwas. Gesundheitslösung mit Salz, aber ich kann nicht nur zwei Sachen. Immer nur eins.
glaube, das brauchte ich eh noch. Gesundheitslösung. Gut, die kaufe ich jetzt einfach und fertig. Muss halt jeden Tag hierher kommen. Die hätte wahrscheinlich jeden Tag ein neues Rezept. So, diese Gesundheitslösung muss ich mit Salz mischen. Und dann habe ich das angeblich das Rezept für den Händler als Gegenmittel. Das werden wir jetzt rausfinden. Kann ich gar nicht. Salz. Ja, muss ich jetzt Wasser nehmen oder was? Wahrscheinlich geht's schief. Gesundheitsschleim. Warte mal, kann ich mit diesem... Ja, da wird immer Schleim draus. Das ist doch scheiße. Was mache ich mit dem Schleim dann? Kann ich den Schleim hier reinpacken? Nee. Was kommt denn da raus? Achso, ja. Ich verstehe es nicht. Egal. Ich pinkel mir gerade fast in die Hose. Drum würde ich einfach mal sagen, das war Let's Play Graveyard Keeper für heute. Sind ja zwei längere Folgen. Ich sage ciao im Wichtlein TV. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute.